Herr Arbeitsminister, wir haben heute gehört von der Corona-Job-Offensive eine erste Zwischenbilanz. Können Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen vielleicht kurz zusammenfassen, was das Ziel dieser Job-Offensive sein wird? Wir hatten ja im letzten Jahr eine sehr hohe Arbeitslosigkeit durch Corona und das Ziel der Corona-Job-Offensive war, Menschen, die vor allem während Corona arbeitslos geworden sind, zu unterstützen und die Zeit zu nutzen, um sie zu qualifizieren und je nach Beruf, um sie entweder aufzuqualifizieren, also sie für bessere und besser bezahlte Jobs zu qualifizieren oder umzuqualifizieren, wenn sie in Bereichen tätig waren, wo die Wahrscheinlichkeit groß war, dass man keinen Job mehr findet. Und deswegen gab es ja auch die Schwerpunktbereiche Pflege, Gesundheitsberufe, der Bereich Digitalisierung und MINT, das haben wir uns heute auch näher angeschaut, der Bereich Klima und Umwelt, um eben Menschen am Arbeitsmarkt für die zukünftigen Jobs vorzubereiten. Und wir sind bei über 100.000 Personen, die diese Angebote schon angenommen haben. Jetzt gibt es natürlich auch von einigen Menschen die Kritik, dass sie sagen, ja, da werden wir vielleicht in Jobs gedrängt, die wir gar nicht haben möchten. Was sagen Sie zu solchen Vorwürfen? Die Corona-Job-Offensive ist sehr offen. Es gibt Ausbildungsmöglichkeiten in allen Bereichen und niemand wird in einen Bereich gedrängt, den er nicht machen möchte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht darum, für alle Menschen, die arbeitslos geworden sind, den Bereich zu finden, wo sie glücklich sind, wo sie auch gut sind, wo sie Kompetenzen haben. Und das wird von Person zu Person unterschiedlich sein, aber niemand wird in einen Bereich gedrängt, der für ihn oder für sie nicht passt oder nicht sinnvoll ist. Jetzt gab es ja auch in letzter Zeit sehr viel Berichte über entsprechende Maßnahmen oder auch Sanktionen, falls jetzt jemand diesen Beruf nicht oder einen Job nicht annehmen möchte. Was ist dazu Ihr Standpunkt? Wir haben gesagt, jetzt angesichts der guten Dynamik am Arbeitsmarkt und angesichts der vielen Programme, die es gibt zur Ausbildung, zur Qualifizierung, zum Fachkräftestipendium, jede Menge andere Programme, auch das Programm Sprungbrett für Langzeitarbeitslose, ist es Zeit, wieder bei Sanktionsmöglichkeiten, beim Verpflichtungscharakter von Maßnahmen, die den Status von vor Corona herzustellen. Wir waren während Corona natürlich dort anders. Wir haben gewisse Sanktionen nicht verhängt. Wir haben zum Teil die Sanktionen ausgesetzt, vollständig ausgesetzt. Und jetzt geht es wieder darum, das, was immer schon gültig war, einfach wieder durchzusetzen. Das ist etwas, was sehr wenige betrifft, aber ich glaube, es ist wichtig jetzt, es bekommt jeder ein Angebot, ein Vermittlungsangebot oder ein Qualifizierungsangebot und wer das immer wieder ausschlägt, da müssen dann die Sanktionsmöglichkeiten greifen. Aber jemand, der keine Arbeit findet, aber arbeiten möchte, warum auch immer er keine Arbeit findet, wird nie sanktioniert. Es geht um die wenigen, die jetzt die Maßnahmen nicht nutzen oder die eben Vermittlungsangebote systematisch nicht annehmen. Was heute ebenfalls angesprochen worden ist, war die Kurzarbeit. Da haben Sie auch gemeint, da hat es die fünfte Phase gestartet, entsprechend Mitte Juli. Was sind da Ihre Erwartungen? Wie lange wird das dauern? Wie wird sich das entwickeln? Die Kurzarbeit startet jetzt in der Phase 5 mit zwei verschiedenen Varianten. Eine Variante für die massiv betroffenen Unternehmen, eine Variante für alle. Und wir werden sehen, wie viel das genutzt wird. Wir glauben, dass im Laufe des Sommers für beide Varianten gemeinsam ungefähr 100.000 Personen angemeldet sein werden. Aber es wird natürlich auch von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Wir haben noch ein paar Bereiche, wo es noch starke Einschränkungen gibt. Bei den internationalen Touristen aus Übersee zum Beispiel, das betrifft die Stadthotellerie. Das betrifft auch die großen Kongresse zum Beispiel, auch in Europa. Und da wird es noch Kurzarbeit brauchen. Und dann gibt es ein paar Bereiche, wo es noch stärkere Einbußen gibt. Aber ich glaube, dass die Kurzarbeit viel, viel stärker zurückgefahren werden kann, als wir das noch vor einigen Monaten erwartet haben. Und wir werden die Kurzarbeit jetzt konjunkturgerecht in den nächsten Monaten auslaufen lassen können. Es ist immer noch ein wichtiges Sicherheitsnetz für eine mögliche Verschlechterung der Lage, die wir uns alle nicht erhoffen. Aber dafür wäre sie noch weiter da. Dafür brauchen wir sie auch noch, aber ich glaube, die Nutzung wird zurückgehen. Jetzt noch die abschließende Frage bezüglich der Joboffensive. Wird da auch ein Fokus speziell für die Frauen oder auch die Arbeitnehmer ab 50 sein? In der Corona-Joboffensive gilt natürlich all das, was generell für die Maßnahmen des AMS gilt. Und da haben wir immer den Fokus auf Frauen. Es gibt auch die Verpflichtung, im Budget mehr für Frauen auszugeben, anteilig, als sie Arbeitslose sind. Das gilt weiterhin klarerweise und auch in der Corona-Job-Offensive. Wir haben in diesen Programmen, diese gut 100.000 Personen, die ich angesprochen habe, mehr Frauen als Männer. Und das, glaube ich, ist richtig so. Und es gibt auch ganz konkrete Angebote für Frauen. Wir haben uns heute eins angeschaut, wo ganz konkret Frauen unterstützt werden. Frauen in Technik ist auch so ein Programm. Also wir haben
mehrere Programme, die ganz spezifisch für Frauen ausgerichtet sind, und das ist weiter auch natürlich ein sehr wichtiger Fokus für uns am Arbeitsmarkt.